Hallo Internet, ich bin Rechtsanwalt Andreas Trapp und ich berate zum Compliance-Risikomanagement. Das ist das zweite Video, das ich zu den EMMA-COMP-Bearbeitungsstand Ende April 2020 aufnehme. Ich habe es genannt Behavioral Finance Retail Anlageberatung. Gucken wir uns die Finanzkrise 2007 bis 2010 an oder schauen wir uns an, was gerade an den Börsen los ist, sehen wir, dass die Kapitalanleger überhaupt nicht rational reagieren. Menschen versuchen, die Komplexität ihrer Umwelt durch Näherungsverfahren in den Griff zu bekommen. Wenn man sich anschaut, zum Beispiel, ab wann bekannt war, dass sich Corona zur Pandemie ausweiten könnte und wie sich die Börsenkurse, beispielhaft hier der Dow Jones, dann entwickelt haben, dann sieht man, erstmal hat man das Thema komplett ignoriert, dann stürzten die Kurse ab und mittlerweile haben sie sich erholt. Verzerrungen entstehen zum Beispiel durch die Verfügbarkeit von Informationen oder falsche Einschätzungen bezüglich deren Repräsentativität. Wichtig ist die Verlustaversion oder die Suche nach Bestätigung. Isolations- und Besitzeffekte und der Status Quo-Bias sowie die bei Finanzmärkten besonders relevante Fehlinterpretation von Mustern sind weitere psychologische Fehlerquellen. Aber natürlich kann die Lösung jetzt nicht darin bestehen, dass die Beratung sich den psychologischen Defiziten und Wahrnehmungsschwächen des Kunden anpasst. Die Deutsche Bank Research empfahl schon 2010 Investoren und Anlageberatern, sich dieser Effekte bei der Beurteilung von Finanzprodukten, bei ihren Einschätzungen zukünftiger für den Erfolg der Anlageentscheidung relevanter Faktoren, der eigenen Risikobereitschaft sowie bei der Reflexion über das eigene Anlageverhalten bewusst zu sein. Der gleiche Ansatz findet sich im Konsultationspapier der ESMA aus dem Jahr 2017. Im Jahr 2017, also noch vor Inkrafttreten der MiFID, startete die ESMA eine Konsultation, in der die aufsichtsrechtlichen Änderungen nachvollzogen worden. Ein wichtiger Aspekt war dort die Erkenntnisse aus Behavioral Finance. Die Aufsicht weist darauf hin, dass die gängige Finanzmarkttheorie auf der Annahme beruht, dass Marktteilnehmer rational agieren, was aber gerade beim Privatanleger selten zutrifft. Das Konsultationsverfahren lief sehr transparent ab. Mitte 2018 veröffentlichte die ESMA nicht nur die überarbeiteten Leitlinien, sondern einen Abschlussbericht, in dem sie die Rückmeldungen aus der Industrie, von Verbraucherschützern oder auch von der Beratergruppe zusammengefasst hat und erklärt hat, inwieweit sie auf die Einwände eingegangen ist oder wo sie auch bei ihrer Meinung geblieben ist. Die BaFin hat die EMMA-COMP überarbeitet und die neue Fassung am 29. April 2020 veröffentlicht. Im Retail-Geschäft, das heißt im Geschäft mit Privatkunden nach § 67 Absatz 3 WPHG, gilt das höchste Schutzniveau. Professionellen Kunden und geeigneten Gegenparteien wird seitens des Gesetzgebers zugetraut, eigenständig vernünftig handeln zu können. In BT 7.2 geht es im Schwerpunkt um die Gestaltung des WPHG-Bogens. Auch die Geeignetheitsprüfung nach MiFID II war Gegenstand einiger Studien. Hier ging es vor allem darum, die Effektivität des sogenannten WPHG-Bogens, mit dem zu Beginn der Kundenbeziehung die Kenntnisse und Erfahrungen, finanziellen Verhältnisse und Risikoneigung erfragt werden, zu beurteilen. Dabei hat sich herausgestellt, dass diese Fragebögen dann ineffektiv sind, wenn sie nicht die Besonderheiten der Kunden berücksichtigen. Einsteigen möchte ich mit den Rechtsgrundlagen. Auf der einen Seite haben wir § 64 Absatz 3 WPHG,
der sich mit den einzuholenden Informationen befasst. Und der wird ergänzt durch Artikel 54 Absatz 3 der MiFID-Delegiertenverordnung. Man hätte BT 7.2 auch überschreiben können mit den Kunden verstehen. Die Beurteilung des Risikoprofils eines Kunden ist ein kritischer Punkt bei der Geeignetheitsüberprüfung. Klassische Finanztheorien betrachten das Risiko eines Investments als eine objektiv messbare Zahl, die leicht quantifiziert und in einer Kennzahl abgebildet werden kann, zum Beispiel Varianz, Verlustrisiko, Value at Risk etc. Auf der anderen Seite stehen die Erkenntnisse der Behavioral Finance, die zeigen, dass die Risikowahrnehmung individueller Investoren vor allem von deren spezifischen psychologischen Charakteristika und der emotionalen Sphäre abhängt. Die alten WPAG-Fragebögen waren, wenn wir ehrlich sind, in Wirklichkeit eine aufsichtsrechtliche Pflichtübung. Die Erkenntnisse der Forschung zu Behavioral Finance kann man holzschnittartig zusammenfassen. Privatanleger lesen die aufsichtsrechtlich geforderten Kundeninformationen und Aufklärungen nicht und wollen auch keine seitenlangen Fragebögen abarbeiten. Die Aufsicht hat in diesen alten Bögen im Wesentlichen drei Fehlerkategorien festgestellt. Ich möchte auf die einzelnen Punkte näher eingehen. Zunächst zum Thema Formulierung und Sprache. Grundsätzlich sollte die verwendete Sprache einfach sein und einfach zu verstehen. Sie sollte auch eindeutig sein. Jargon, Abkürzungen, Fachtermini behindern die Zuverlässigkeit der vom Investor gegebenen Informationen. Das ist vor allen Dingen kritisch bei der Beurteilung von Kenntnissen und Erfahrungen sowie der Risikotoleranz des Investors. Zweiter Aspekt, auf den ich näher eingehen möchte, ist Layout und Struktur. Hierbei geht es um das Format und die Lesbarkeit, also Schriftgröße, Abstand, Abstand zwischen den Absätzen, wie Fragen präsentiert werden und wie viel Platz für die Antworten gelassen wird. Ein wichtiger Punkt ist das Thema Fragen- und Antwortformat. Zum Beispiel sollte vermieden werden, dass die Fragen in Batterien organisiert sind. Das heißt, dass Informationen über eine Reihe von Gegenständen durch eine einzelne Frage oder die Möglichkeit von keine Antwort gesammelt werden. Wenn man sich BT 7.2 durchliest, muss man sich immer klar machen, worum es geht. Und es ist die Gestaltung des WPHG-Bogens. Die Aufsicht erwartet von Wertpapierfirmen, dass die Erkenntnisse der Behavioral Finance bei der Gestaltung der Fragebögen berücksichtigt werden. Die ursprünglich verwendete weitergehende Formulierung im Konsultationsentwurf, in die man hätte hineinlesen können, dass es um die Berücksichtigung im Rahmen der einzelnen Anlageberatung geht, wurde korrigiert. Damit ist eindeutig klargestellt, dass es der Aufsicht um die Gestaltung der Fragebögen ging und keine Ausweitung der Pflichten im Bereich der Anlageberatung selbst erfolgen sollte. Ein weiterer wichtiger Aspekt, der im Konsultationsverfahren erörtert worden ist, ist die Frage, welche Informationen konkret einzuholen sind. Ursprünglich gab es eine Formulierung, wonach alle relevanten Informationen einzuholen gewesen wären. Das wäre aber auch wieder uferlos geworden. Unter notwendigen Vorkehrungen sind gemäß BT 7.2 Nummer 6 EMMA-Comp die in § 64 Absatz 3 WPHG genannten Aspekte zu versehen. Geblieben ist, dass dem Kunden grundsätzlich nicht die Möglichkeit gegeben werden soll, Fragen zu seinen finanziellen Verhältnissen mit keiner Angabe zu beantworten. Und das bringt uns dann schon zum zweiten wichtigen Regelungsschwerpunkt, das ist BT 7.4, die Zuverlässigkeit der Kundeninformationen. Es geht jetzt vor allem darum, angemessene Maßnahmen zu ergreifen, die einer Selbstüberschätzung des Kunden entgegenwirken. Damit reagiert die Aufsicht auf festgestellte Missstände. Hier finden sich keine Rechtsgrundlagen im WPHG selbst,
Aber es finden sich zwei interessante Artikel in der MiFID-Delegiertenverordnung. Viele gebräuchliche Fragebögen ermöglichten nicht wirklich festzustellen, welche Kenntnisse und Erfahrung der Kunde hat. Auch seine finanzielle Situation, die Investmentziele und das dazugehörige Risikoprofil kommen nicht wirklich zum Vorschein. Man könnte jetzt auf die Idee kommen, und das ist in der Tat im Konsultationsverfahren auch diskutiert worden, dass Artikel 55 Absatz 3 diese Pflicht, die Kundenangaben zu checken, relativiert. Da steht immerhin, dass die Wertpapierfirma auf die Kundenangaben vertrauen darf. Die Aufsicht stimmt dem im Grundsatz zu. Es ist Aufgabe des Kunden, zutreffende Angaben zu machen. Aber die Wertpapierdienstleister müssen diese auf Konsistenz prüfen, weil sie auf die Richtigkeit nur vertrauen können, wenn die Kundenangaben nicht offensichtlich falsch sind. Und BT 7.4 befasst sich jetzt genau mit der Frage, wann muss aus Sicht der Aufsicht eine Wertpapierfirma davon ausgehen, dass die Informationen nicht zutreffend sind. Als Negativbeispiel wird die Frage genannt, ob die Risikopräferenz des Kunden mittel, niedrig oder hoch sei. Wie will man aus den pauschalen Fragen erkennen, welche Kenntnisse und Erfahrungen der Kunde hat, wie die finanzielle Situation ist und welche Investmentziele der Kunde verfolgt, vor allen Dingen, welche Risiken er akzeptiert. Unter den Beispielen, die vorgeschlagen werden, um das Kundenverständnis von grundlegenden finanziellen Zusammenhängen zu beurteilen, wird eine grafische Darstellung von unterschiedlichen Marktszenarien gegeben, die die Entwicklung von Kapitalanlagen im Zeitablauf darstellt. Solche Verfahren werden teilweise schon praktiziert. Es gibt auch praktische Hinweise in Form von Beispielen, wie Nachteile, die häufig in Fragebögen anzutreffen sind, vermieden werden können. Um Missständen zu begegnen, die sich mit den bisherigen Kundenbögen eingeschlichen haben, wird auch verlangt, dass angemessene Systeme und Kontrollen eingesetzt werden, um die Konsistenz der vom Kunden eingeholten Informationen zu prüfen. Das gilt übrigens nicht nur bei RoboAdvice, sondern auch für die herkömmliche Anlageberatung. An dieser Stelle möchte ich einige Hinweise für die Praxis geben. Erstens, Artikel 55 Absatz 3 der MiFID-Durchführungsverordnung hilft nichts. Berechtigtes Vertrauen auf die Kundenangaben kann man nur haben, wenn sie nicht offensichtlich falsch sind. Und hier müssen die Erkenntnisse der Behavioral Finance aus Sicht der Aufsicht berücksichtigt werden. Der Versuch, die Verantwortlichkeit durch Vertragsgestaltung oder Klauseln zu regeln, wurde seitens der ESMA in den Konsultationen ausdrücklich abgelehnt. Sie sieht hierin einen Verstoß gegen die Pflicht aus Artikel 54 Absatz 1 MiFID Delegierte Verordnung, wonach Wertpapierdienstleister keine Unklarheiten hinsichtlich der Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten für die Geeignetheitsprüfung aufkommen lassen dürfen. Das wird in BT 7.4 Nummer 2 Satz 4 EMMA-COMP deutlich herausgestellt. Ja, wie sieht dann aber das Ergebnis aus? Hier würde ich unterscheiden zwischen dem klassischen Retail-Geschäft, wo menschliche Berater mit den Kunden sprechen. Ich glaube, an der Stelle ist es durchaus möglich zu erkennen, wie viel Ahnung der Kunde wirklich hat. Ich glaube, man muss sich nur klar machen, dass es nichts hilft, wenn der Kunde schnell mal die Kreuze in der höchsten Risikokategorie und bei den weitestgehenden Kenntnissen und Erfahrungen macht, um dann Anlageprodukte vertreiben zu können. Wenn man jetzt keinen Kundenkontakt hat, also bei RoboAdvice oder Internetangeboten, geht es, glaube ich, nicht anders, als dass man so eine Art Quiz oder Fragen einbaut, anhand denen dann ein Algorithmus erkennen kann, dass die Angaben nicht plausibel sind. Wir sind noch nicht ganz fertig. Ich will auch noch an der Stelle, weil es aus meiner Sicht passt, einen kurzen Ausblick zu den ebenfalls Ende April gestarteten Konsultationen zu BT 3 und BT 7 der EMMA-COMP geben. Da
Das, was in Modul BT3 geändert wird, ist unspektakulär. Es geht um die Kundenaufklärung bei der indikativen Orderwertberechnung. Naja, aber die Änderung in Modul 6 hat es in sich. Hier geht es vordergründig um die Geeignetheitserklärung und welche Bestandteile darin stehen müssen. Aber wenn man genau den Text liest, findet man die Passage, dass bei der Geeignetheitserklärung letztlich dieselben Aspekte berücksichtigt werden müssen wie bei der Geeignetheitsprüfung, über die wir eben gesprochen haben. Und auf diesem Umweg kann es dann doch sein, dass in Deutschland in die individuelle Kundenberatung die Themen Kenntnisse, Erfahrungen, Risiko- und Verlusttragfähigkeit detailliert hineinkommen. So viel zum Thema BT7 EmmaComp. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm ein Like, abonniert den Kanal und schaut vielleicht später wieder rein.